In meiner frühen Jugend, sagen wir um 1900 herum, baut man überall in alten Stilen, in Gotik, Renaissance, Barock. Und erst ganz langsam veränderte sich das Bild, namentlich unterstützt durch die neuen technischen Möglichkeiten in Stahl und Beton. Der Deutsche Werkbund bemühte sich, diese neuen Gedanken zu verbreiten. Persönlichkeiten wie Peter Behrens, Adolf Loos, Ludwig Hoffmann in Wien fingen an, neue Gebäude zu zeigen, die eine frische, neue Linie zeigten. Und ich selbst vom Jahre 1910 an habe einige Gebäude errichtet, die Aufmerksamkeit erregten und die eine neue Linie anzeigten. Wie ich aus dem Kriege zurückkam um die Zeit, erschien es mir notwendig, wenn ich meine Ideen weiter verbreiten wollte, eine Schule zu gründen. Und im Jahre 1919, gleich nach dem Kriege, bekam ich die Möglichkeit, zwei Institute in Weimar zu vereinigen, die alte Kunstgewerbeschule unter Van de Velde und die Akademie der Künste, und sie unter dem neuen Namen, das staatliche Bauhaus, zu errichten. Die Idee dieser Schule war, eine Wiedervereinigung aller künstlerischen Tätigkeit von der Architektur bis zu dem täglichen Gerät. Und eine Vielheit von Talenten arbeitete dort zusammen, mehr in einer Art von Laboratorium als in einer Schule, gegenseitige Beeinflussung der Meister auf die Schüler und umgekehrt. Und diese Art der Schulung hat sich heute in der ganzen Welt verbreitet, namentlich die Methode unseres Erziehungssystems.